Hallo, liebe Kinder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. War das eine tolle Hochzeit in der letzten Folge? Und dann noch das Wunder, das Jesus gewirkt hat. Erinnert ihr euch? Hat er Wein in Wasser oder Wasser in Wein verwandelt? In dieser Folge erzählt uns Jesus eine Geschichte, die ihr sicher schon mal gehört habt. Aber heute erklärt er uns noch ein wenig mehr dazu. Also, passt gut auf! Sind das wieder viele Menschen? Du hast das Gefühl, von der Menge erdrückt zu werden. Gemeinsam mit deinen Freunden bahnst du dir einen Weg durch die Menschenmenge, näher zu Jesus. Hey, pass doch auf! Ihr seid in einem Dorf zu Besuch und alle Bewohner sind zusammengekommen, um Jesus zuzuhören. Er steht ganz vorne und spricht gerade mit einigen Schriftgelehrten. Endlich seid ihr bei Jesus angekommen. Ihr macht es euch direkt vor ihm auf dem Boden bequem und hört zu. Also, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet. Also, handle danach und du wirst leben. Und wer ist mein Nächster? Mein Freund, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Merke sie dir gut. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Räubern zusammengeschlagen und ausgeraubt. Halbtot haben sie ihn liegen gelassen. Da kam ein Priester. Er sah ihn und er erschrak nicht einmal und ging weiter. Dann begegnete ihm ein Levit. Er sah diesen halbtoten Mann, ging aber weiter und ließ ihn auch liegen. Schließlich kam ein Samariter des Weges. Er sah ihn, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hat dieser Mann diesen Halbtoten genommen und auf sein Reittier gelegt und ist mit ihm nach Jericho gegangen, in die nächste Herberge. Dort hat er sich noch mehr um ihn gekümmert und zum Wirt sogar gesagt: Sorge du für ihn. Hier, ich hab dir noch etwas Geld. Und wenn ich wieder zurückkomme, dann werde ich dir den Rest bezahlen. Und jetzt frage ich dich, wer von diesen dreien ist der Nächste von dem geworden, den sie zusammengeschlagen haben? Was glaubst du? Ich vermute, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Ganz genau. Du hast richtig geantwortet, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Dann geh und handle genauso. Dieser arme Mann, der von den Räubern überfallen wurde, sicher tut er dir genauso leid wie mir. Wir hätten ihm bestimmt geholfen. Aber wie schaut es denn bei uns aus mit Geschwistern, Freunden oder Bekannten, die wir manchmal nicht so sehr mögen? Mit denen wir uns vielleicht ab und zu streiten? Helfen wir ihnen auch?
Können wir ihnen in die Augen schauen? Frage deine Eltern, wie sie mit Menschen umgehen, die ihnen das Leben schwer machen und warum es so wichtig ist, anderen Menschen in die Augen zu schauen. Betet danach gemeinsam für jene Menschen. Bemüht euch während dieser Fastenzeit gemeinsam, allen Menschen freundlich zu begegnen und ihnen in die Augen zu schauen.